Die Allgäu-TV-Nachrichten am Mittwoch. Herzlich willkommen. Knapp ein halbes Jahr ist es her, dass ein Mann in einem Supermarkt in Wangen im Allgäu auf ein 4-jähriges Kind eingestochen hat. Eine grausame Tat, die das ganze Land erschütterte. Nun ist am Landgericht Ravensburg ein Urteil gefallen. Mehr zum Thema erfahren Sie später in Kompakt. Außerdem haben wir heute noch diese Themen. Was kommt nach dem Schulabschluss? Allgäuer Berufsoffensive gestartet. Wie war die erste Zeit? Schloss Isny nach der Neueröffnung. Und eine Leidenschaft, die verbindet und Altes wahrt, der Fan-Klassik-Club. Das Wetter im Allgäu, Richtung Wochenende wieder mehr Sonne. Eine Ausbildung, das Abitur nachholen, ein Auslandsjahr oder doch das Studium? Die Möglichkeiten nach der Schule reichen ins Unendliche. Das ist für viele Schülerinnen und Schüler überfordernd. Die Allgäuer Berufsoffensive möchte genau hier unterstützen. Fast ein Jahr lang werden Schulen, Lehrkräfte und die Schülerinnen und Schüler begleitet, können sich informieren, reinschnuppern und selbst ausprobieren. Mit der gestrigen Auftaktveranstaltung ist die Allgäuer Berufsoffensive 2024 nun offiziell gestartet. Welche Berufe gibt es? Wie sieht der Arbeitsalltag aus? Und wie bereite ich mich auf das Berufsleben vor? All diese Fragen möchte die Allgäuer Berufsoffensive beantworten. Seit inzwischen 20 Jahren gibt es die Aktion. Ziel ist es, Schülerinnen und Schülern an Allgäuer Förder-, Mittel-, Real- und Wirtschaftsschulen praktische Hilfe beim Berufseinstieg zu bieten. Wie jedes Jahr startet die Berufsoffensive auch heuer mit einem Fortbildungstag für die Lehrkräfte. Ich mache heute mit, weil ich 8. Klasse neu übernommen habe und ich festgestellt habe, dass sie noch gar nicht wissen, wie ihre Talente oder wo ihre Talente liegen. Und ich möchte mich da umfangreich informieren, damit ich sie gut beraten kann. Ich erhoffe mir, dass man einfach was darüber lernt, wie die Ausbildung mittlerweile aussieht, wie man den Schülern einfach vermitteln kann, wie sie sich am besten bewerben, wie einfach so ein Vorstellungsgespräch heutzutage läuft, wie so eine Firma ist. Also ich bin schon ein paar Jahre hier, ich kenne so langsam die Abläufe, ist jedes Jahr interessant einfach. Meine Ausbildung, meine Zukunft, einfach interessant auch für die Schüler, wieder neue Input, also Bausteine mitzubekommen für die Berufsorientierung und das dann an die Schüler weiterzutragen. Heute wieder Thema KI, auch wieder interessant, auch für die Schüler. Und heute Nachmittag zwei interessante Betriebe. Durch diese Einblicke sollen die Lehrkräfte ein Gefühl für die Wirtschaft und die Betriebe vor Ort bekommen, um ihre Schülerinnen und Schüler beim Einstieg ins Berufsleben unterstützen zu können. Eine wichtige Aufgabe, besonders in einer Zeit, in der die Möglichkeiten nach der Schule so vielfältig sind. Wir stellen fest, gerade jetzt in den letzten Jahren, vielleicht hat es auch mit der Zeit nach Corona so eine kleine Zeitenwende zu tun, dass mehr denn je die jungen Menschen Orientierung brauchen. Wir haben eine enorme Vielfalt an Berufen und dieses Mitnehmen mit diesen unterschiedlichsten Medien, aber auch mit den Möglichkeiten jetzt im Jahresverlauf der Offensive zu Exkursionen, das ist uns ganz wichtig, Praxisbezug zu erfahren, was sind die Unterschiede der Berufe und die Jugendlichen, dass die hier kennenlernen, was passt zu mir. Die Schülerinnen und Schüler auf diese Weise in die Betriebe zu bekommen, ist auch für die Handwerkskammer eine große Chance. Oftmals ist es schwierig, die jungen Menschen zu erreichen. Das sind ja die Lehrer oder auch zum Teil schon im Kindergarten diejenigen, die schon gewisse Meinung prägen. Und hier haben wir die Leute da, dass wir das richtigstellen können, dass wir denen zeigen können, wie modern das Handwerk zum Beispiel ist, dass es nicht mehr so verkrustet und altet, wie man früher oft denkt. Und genau das ist der Punkt. Wir fordern das ja auch jetzt eigentlich von der Politik, dass wir das generell einführen können, dass wir einen Tag des Handwerks auch für die Lehrer haben. Am gestrigen Tag ging es unter anderem um die Zukunft der Ausbildung und um KI in der Bildung. Außerdem haben sich zwei Unternehmen genauer vorgestellt, eine Plattform auch für die Firmen im Allgäu, besonders in Zeiten des Fachkräftemangels. Man kann sich darstellen als Unternehmen, man kann eng mit den Schulen kooperieren, das heißt, es werden auch Teachers Days angeboten, bedeutet auch die Lehrer kommen in die Betriebe, können sich anschauen, wie funktioniert ein Unternehmen, was macht das Unternehmen vor Ort und welche Einstiegsmöglichkeiten gibt es denn für die Schülerinnen und Schüler bei dem Betrieb. Auf der anderen Seite bieten die Betriebe natürlich auch Tage an, wo die Schüler herkommen können. Sie haben die Möglichkeit, Praktika zu absolvieren. Also da ist die Bandbreite sehr groß, um die jungen Menschen zu motivieren, in den Arbeitsmarkt und in die duale Ausbildung zu kommen. Im November geht es weiter mit der Allgäuer Berufsoffensive.
Bei den Teachers' Days können die Lehrkräfte in Unternehmen reinschnuppern. Ab Januar gibt es dann Exkursionen für die Schülerinnen und Schüler. Dort haben die jungen Menschen selbst die Möglichkeit, sich in diversen Ausbildungsberufen auszuprobieren. Und wer noch sucht, kann auch immer noch fündig werden. Laut der IHK Schwaben ist aktuell immer noch viel Bewegung auf dem Ausbildungsmarkt. Allein im September wurden noch mal fast 1000 zusätzliche Ausbildungsverträge abgeschlossen. Und gleich, was sagt die Deutsche Bahn zum gemeinsamen Brandbrief mehrerer Allgäuer Oberbürgermeister und Landrätinnen? Diese fordert nämlich, dass das Allgäu an den Fernverkehr angeschlossen bleibt. Außerdem, wie geht es mit der Mindelburg zukünftig weiter? Zur Diskussion stehen derzeit Pläne für ein Burgmuseum. Das und weitere Nachrichten aus der Region gibt's gleich nach einer kurzen Pause. Es ist wieder da, das RSA Bergrauschen. Gipfelglück und Partyfieber. Am 30. November fahren wir mit euch in eines der schönsten Skigebiete Vorarlbergs. In die Silfretta Montafon. Und das für nur 64 Euro. Im Ticketpreis inklusive die Busfahrt, der Tagesskipass für die Silfretta Montafon und die Skiparty am Berg mit DJ Nick von RSA. Das RSA Bergrauschen. Alle Infos auf rsa-radio.de. Entdecke dein Allgäu auf deinen Wegen mit E-Bikes von KTM bei Zweirathaus Müller in Waltenhofen. Bluthochdruck ist die Volkskrankheit Nummer 1 und ein stiller Killer. Das Problem: Bei hohem Blutdruck nehmen viele Menschen chemische Präparate ein. Aber wieso deren Nebenwirkungen in Kauf nehmen, wenn es natürliche Lösungen gibt? Meine Empfehlung für gesunden Blutdruck ist Knobel Vital. Ein altbewährtes Produkt aus der Apotheke. Natürlich, effektiv und seit Jahren sehr beliebt bei unseren Kunden. Knobel Vital, den Knoblauch zum Trinken, gibt es in 8 gesunden Sorten. Probieren Sie doch mal Knobel Vital mit Weißdorn und Holunder. Das Thiamin im Knoblauch fördert eine gesunde Herzfunktion. Seit ich Knobel Vital nehme, hat sich mein Blutdruck stabilisiert und ich fühle mich viel vitaler. Unser Leben ist deutlich aktiver geworden, seit dieses kleine Gläschen Teil unserer täglichen Gesundheitsroutine geworden ist. Knobel Vital erhalten Sie in Apotheken, Reformhäusern, Müllermarkt, DM oder unter knobelvital.de. Bleiben Sie informiert mit der Allgäu TV App. Lokale Nachrichten überall und jederzeit verfügbar. Verpassen Sie keine aktuelle Sendung mehr und greifen Sie direkt auf unsere Mediathek zu. Ihre Region, Ihre News, Ihr Allgäu TV. Mehr zu Knobi Vital, Ihrem täglichen Schluck Gesundheit, erfahren Sie zu diesen Sendezeiten. Eishockey-Fans, aufgepasst, es ist wieder Heimspielzeit bei den Jokern in Kaufbeuern. Am 25. Oktober trifft der ESVK auf die Dresdner Eislöwen. Bulli ist um 19.30 Uhr in der Energie Schwaben Arena Kaufbeuern. Tickets gibt's an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Willkommen zurück zu Kompakt. Dieser Fall hat die Menschen bundesweit geschockt. Im April hat ein Mann in Wangen im Allgäu in einem Supermarkt auf ein 4-jähriges Mädchen eingestochen. Der 35-Jährige verletzt das Mädchen schwer, sie musste notoperiert werden, überlebt die Tat aber. Der gebürtige Syrer musste sich jetzt vor dem Landgericht Ravensburg für die Tat verantworten. Beim Tatmotiv sprach er von einer göttlichen Eingebung, die ihn dazu bewegt habe, auf das Mädchen einzustechen. Gestern Abend hat das Landgericht nun entschieden. Der Mann muss dauerhaft in eine Psychiatrie. Es ist davon auszugehen, dass er an paranoider Schizophrenie leidet und daher nicht schuldfähig ist. Und jetzt zu einer aktuellen Diskussion um den Bahnverkehr im Allgäu. Nach dem Brandbrief hat sich jetzt die Bahn zum Thema geäußert.
Reaktionen auf Brandbrief. Wie Anfang der Woche bekannt wurde, haben die Oberbürgermeister Thomas Kiechle und Stefan Bosse sowie die Landrätinnen Intra Bayer-Müller und Maria Rita Zinnecker letzte Woche einen Brief an die Deutsche Bahn geschrieben. In diesem fordern sie, dass das Allgäu unbedingt weiterhin an den Fernverkehr angeschlossen werden muss. Für den Wegfall der Direktverbindungen nach Hamburg bzw. Dortmund brauche es Übergangslösungen. Gegenüber der Allgäuer Zeitung gab die Deutsche Bahn jedoch an, dass es keine Option sei, die Züge statt nach Oberstdorf zumindest bis nach Kempten fahren zu lassen, da vor allem Oberstdorf als touristisches Ziel die Züge gefüllt hätte. Auch andere Optionen gäbe es aktuell nicht. Somit sieht alles danach aus, als ob die beiden wichtigen Fernverbindungen von Oberstdorf nun für mehrere Jahre gestrichen sind. Denn so lange soll es dauern, bis das Oberstdorfer Stellwerk repariert ist und sich die Lage wieder normalisiert. Von den Schienen in die Burg, genauer in die Mindelburg, über deren Zukunft wird gerade diskutiert. Diskussion über Zukunft. Der Mindelheimer Stadtrat hat zuletzt vermehrt über die Zukunft der Mindelburg diskutiert. Eigentlich soll in der Mindelburg ein Burg- und Stadtmuseum entstehen. Auch soll ein Erlebnis- und Eventbereich für Veranstaltungen der Stadt- und Firmen-Events kommen. Der Umbau soll nach ersten Schätzungen rund 15 Millionen Euro kosten. Die CSU sprach sich jedoch dafür aus, auch über andere Nutzungsmöglichkeiten nachzudenken. Vorstellbar wäre ein gastronomisches Angebot oder auch die Einrichtung eines Eventbereichs für Trauungen. Letztlich sprach sich die Mehrheit des Stadtrats dafür aus, die weiteren Planungen für ein Museum voranzutreiben. Die Mindelburg hat in ihrer Geschichte schon zahlreiche Male den Besitzer gewechselt. Seit 2021 ist sie wieder im Besitz der Stadt Mindelheim. Etwa 2 von 3 Autofahrern gefährden mit ihren Überholmanövern Radfahrer. Mit dieser Auswertung der Hochschule Kempten erhebt der Fahrradclub Kempten-Oberallgäu schwere Vorwürfe gegen die Autofahrer. An die 1,5 Meter Abstand innerorts und 2 Meter Abstand außerorts, die beim Überholen zu Radfahrern gehalten werden müssten, würden sich viele nicht halten. In einer Pressekonferenz will der ADFC jetzt mehr Aufmerksamkeit für das Thema schaffen und die genauen Zahlen zu einer durchgeführten Studie vorstellen. Von der Straße aufs Wasser am Forgensee wird ein Problem immer akuter. Forgensee droht zu versumpfen. Der Forgensee droht immer weiter zu versumpfen und zu verlanden. Grund dafür sind Sedimente, die sich über die Jahre im Forgensee abgelagert haben und auch immer weiter ablagern. Auch die Schifffahrt wird dadurch beeinflusst, musste 2022 zum Beispiel auf geänderte Routen zurückgreifen. Der Kaufbeurer Landtagsabgeordnete Bernhard Pohl hat sich deshalb auch an Umweltminister Thorsten Glauber gewandt und um finanzielle Unterstützung gebeten. Wenn nichts getan würde, führe das zu diversen Nachteilen, auch im regionalen Tourismus. Pohl schlägt auch vor, Kiesabbau am Forgensee wieder in Erwägung zu ziehen. In den Freiräumen, die durch den Kiesabbau entstünden, könnten Sedimente besser eingelagert werden. In Bayern zeichnen sich aktuell positive Entwicklungen rund um die Organspende ab. In den ersten 9 Monaten des Jahres hat es laut der bayerischen Gesundheitsministerin Judith Gerlach deutlich mehr Organspender gegeben. Auch die Zahl der postmortal gespendeten Organe sei um knapp 1/3 auf 370 gestiegen. Dennoch würden in Bayern noch immer rund 1.200 Menschen auf ein Spenderorgan warten. Anlässlich des morgen beginnenden Jahreskongresses der Deutschen Stiftung Organtransplantation sprach sich die Gesundheitsministerin erneut für die Widerspruchslösung aus. Die besagt, dass jeder und jede Spenderin oder Spender ist, solange er oder sie nicht ausdrücklich widerspricht. Jetzt schauen wir zum Sport, genauer zum Football. Da gibt es einen Erfolg zu feiern. Erstes Länderspiel seit 10 Jahren. Elias Knifke trainiert nicht nur die Allgäu Comets, sondern ist auch Offensive Coordinator der Football-Nationalmannschaft. Zum ersten Mal seit 2014 hat die Football-Nationalmannschaft nun ein Pflichtspiel absolviert. In der Qualifikation der Europameisterschaft traten Knifke und das deutsche Team gegen Großbritannien an. Die Nationalmannschaft konnte das Spiel mit 49-11 gewinnen. Am Samstag tritt sie nun gegen Schweden an, um sich dann letztlich für die EM 2025 zu qualifizieren.
So viel vom aktuellen Tagesgeschehen. Jetzt werfen wir noch einen Blick auf die Wetterkarten. Der Herbst dreht noch mal auf die kommenden Tage. Morgen kann es vor allem nachmittags noch mal sehr warm werden. Und auch am Wochenende wird es immer wieder richtig angenehm. Aber schauen Sie selbst. Immer auf der Sonnenseite mit Reise.tv und den Angeboten der AZ Leserreisen bei Allgäu.tv. Heute Nacht wird es teils bewölkt, teils regnerisch. Vor allem im Norden wird es nass. Die Werte liegen in der Nacht bei 10 bis 11 Grad. Der Vormittag fällt durchwachsen aus. In Richtung Süden zeigt sich immer wieder die Sonne. Rund um Kempten fällt Regen und im Norden wird es dicht bewölkt. Die Temperaturen liegen dabei zwischen 13 und 18 Grad. Morgen Nachmittag klart es zunehmend auf. Vor allem in Richtung Norden wird es sehr freundlich. Die Werte steigen am Nachmittag auch noch mal leicht an und wir bekommen jetzt bis zu 19 Grad. In den Bergen erwartet uns ein freundlicher Mix aus Sonne und Wolken. Nur auf dem Nebelhorn kann auch Regen fallen. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 Grad auf dem Nebelhorn und 15 Grad in Ofterschwang-Gunzesried und auf dem Gründen. In Richtung Wochenende erwartet uns ebenfalls freundliches Wetter. Am Freitag wechseln sich Sonne und Wolken bei bis zu 18 Grad ab. Auch der Samstag zeigt sich freundlich mit einigen sonnigen Abschnitten. Am Sonntag zeigt sich die Sonne dann nicht mehr und es wird mit bis zu 14 Grad auch nicht mehr ganz so warm. Das Schloss Isny hatte in seiner langen Geschichte nicht nur die unterschiedlichsten Eigentümer, sondern auch die verschiedensten Funktionen. Seit Mitte der 90er Jahre ist das Schloss ein Ausstellungsort für die Werke des Künstlers Friedrich Hechelmann. Seit etwa 10 Jahren gibt es außerdem einen weiteren Ausstellungsort, und zwar die Städtische Galerie. Vor 2 Monaten wurde das Schloss nach einer groß angelegten Sanierung wieder neu eröffnet. Wie war die Zeit seitdem? Die Städtische Galerie, die Ausstellung Friedrich Hechelmann und seit der Neueröffnung im August auch das Isnyer Stadtmuseum. Das sind die drei Institutionen von Schloss Isny. Mit einem Ticket kann man alle drei Ausstellungsbereiche besichtigen. Die Zeit seit der Neueröffnung im August war turbulent und geprägt von Höhen und Tiefen. Besonders in der Ausstellung von Friedrich Hechelmann. Der Künstler verstarb nur 5 Tage nach der Neueröffnung. Die Nachricht, die war für mich natürlich sehr traurig, aber es kam nicht unerwartet. Wir wussten ja, dass er sehr schwer krank war. Wir wussten auch, dass es in den letzten Tagen ja immer ja mehr auf den Tod zuging. Und ich hatte dann die Gelegenheit, ihn noch wenige Stunden vor seinem Tod besuchen zu dürfen. Der Tod von Friedrich Hechelmann erschütterte das ganze Schloss. Auch hier im Stadtmuseum trübte die Nachricht die Freude über die Neueröffnung. Die erste Zeit war ereignisreich und zuerst einmal traurig und dann einfach auch, wenn so eine Institution mit so vielen beteiligten Personen so neu startet, dass da einfach auch ganz viel noch ja, sich einruckeln muss und genau, aber auch sehr, sehr schön, sehr viele schöne Resonanzen für uns alle, auch ja, gute Zeit an sich. Es ist das erste Mal, dass das Stadtmuseum in solch großen und modernen Räumlichkeiten untergebracht ist. Umso mehr freut man sich, dass das Angebot so angenommen wird, wie erwartet. Die Städtische Galerie ist der Teil des Schlosses, in dem zeitgenössische Kunst in Form von Wechselausstellungen zu sehen ist. Verwaltet wird die Galerie von der Isny Marketing GmbH. Karin Konrad ist Geschäftsführerin und war maßgeblich am Schlossprojekt beteiligt. Es war tatsächlich eine sehr, sehr schöne Zeit. Die Eröffnung war fulminant. Es haben im Rahmen von Isny macht blau tausende Besucher die Gelegenheit wahrgenommen, die Räumlichkeiten zu besuchen. Also wir freuen uns über gute Besucherzahlen, eine gute Resonanz und sehr, sehr positive Rückmeldungen. So wie erwartet oder? Also wir haben tatsächlich mit guten Besucherzahlen gerechnet. Das war auch die Idee, drei Institutionen unter ein Dach zu packen, dieses Schloss eben zu renovieren, um einen attraktiven Kulturort zu schaffen und drei Ausstellungsbereiche zu öffnen. Bisher ja, ist die Idee aufgegangen und die Besucher kommen und freuen sich mit uns über das neu eröffnete Schloss.
Wer sind so die Besucher? Sind es eher Einheimische hier oder Touristen, die ja was über Isny erfahren möchten? Also es sind querbeet. Natürlich sind in der ersten Zeit sind natürlich viele Isnier geströmt, die ihr Schloss im neuen Glanz erleben wollten, neugierig waren, was wurde hier umgebaut, was wird hier präsentiert. Also das ist ein ganz besonderer Besucherstamm, der auch immer wieder kommt mit Familien, mit Freunden. Aber es kommen auch viele Leute aus der Region. Wir sind ja ein beliebter Tagestourismusstandort und natürlich auch viele Urlauber, die im Allgäu Urlaub machen. Und auch wenn die Anfangszeit von einigen Tiefen geprägt war, inzwischen kann man immer mehr nach vorne schauen und freut sich auf viele weitere Jahre im neu sanierten Drei-Institutionen-Haus. Und mehr vom Schloss und aus Isny gibt's in der aktuellen Ausgabe Land und Leute. Die läuft derzeit bei uns regelmäßig im Programm und ist auch online natürlich verfügbar. Klicken Sie einfach rein unter www.allgäu.tv. Ja, Form, Farbe, Sound und Fahrweise. Wahre Kenner wissen, was einen Oldtimer so besonders macht. Oldtimer gibt's natürlich nicht nur unter Autos, sondern auch unter landwirtschaftlichen Maschinen. Welche Schmuckstücke der Fan-Klassik-Club zu bieten hat, das sehen Sie gleich bei uns. Mein Allgäu ist halt für mich, einmal ist es Heimat, aber zu der Heimat da gehören ja viele andere Sachen dazu. Da gehören einmal unsere Alpen dazu, wo man das Wein auftut. Es gehören Berge dazu, wo man in den Berg geht. Und all diese Sachen gehören zusammen. Es gehört Musik dazu, es gehört der Dialekt dazu. Alles ist einfach Allgäu. Wir haben ja verschiedene Dialekte von bis. Aber es gehört einfach alles zum Allgäu. Es ist schwierig zu sagen, was genau ist. Aber es gehört einfach alles zusammen, dass man da Da ist man daheim und mit dem lebt man. Und ja, das ist einfach das Allgäu. Allgäu TV. Wir sind das Allgäu. Mein Bär gibt Gas. Flüssiggas ist die lagerfähige und unabhängige Alternative zum leitungsgebundenen Erdgas. Fragen? Unser Team weiß Bescheid. Kessler, bärenstarke Energie. Teppiche bringen Gemütlichkeit in Ihr Zuhause. Sie suchen den passenden Teppich? Bei uns finden Sie Teppiche nach Ihren Wünschen. Kiepler Teppiche, natürlich, regional und handgefertigt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Mein Bär, vor Ort für Sie da. Kessler, bärenstarke Energie. Seit über 50 Jahren erfolgreich im Verkauf von Wohn- und Geschäftsimmobilien, Grundstücken, Anlageobjekten und der Vermietung. Walter Beck Immobilien, mit Kompetenz vom Erstgespräch bis zur Übergabe. Wir kümmern uns um Ihr Projekt. Mit Jenny Brei und neuem Look sind wir auch in Zukunft Ihr vertrauensvoller Partner in allen Immobilienfragen. Via Nova Naturprodukte. Qualität im Allgäu. Seit über 30 Jahren. Wir heißen Sie in unserem Werksverkauf herzlich willkommen und beraten Sie gerne. Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetika nach dem Vorbild der Natur. Alles muss ständig irgendwo hin. Überall. Tag und Nacht. Unser Job ist es, Dinge von A nach B zu transportieren. Michels medizinischer Bluttransport. Zuverlässig und termingerecht. Und das erfolgreich seit 10 Jahren. Ich helfe dabei, dass nachhaltige Mobilität real wird. Simon ist Lokführer-Azubi im Badenland Bayern und mittlerweile gehört Virtual Reality bei der Ausbildung dazu. Was? Inwiefern? Das möchtest du wissen? Dann schau mal rein. Ihr Heimtier ist ein Teil der Familie. Darum geben wir ihm, was es benötigt, um glücklich und gesund zu sein. Blattner Heimtierfutter steht für Qualität. Die Natur ist unser Vorbild. Der zufriedene Kunde, unser Ziel. Hosp, Ihr Weinhandel im Allgäu. Der Spezialist für Wein, Sekt und Spirituosen. In Kempten, Ludwigstraße 32. Für jeden Geschmack das Passende. Hosp Weinhalle. Thank you.
Rot, grün mit weißem Dach. So sieht der heutige Fendt-Traktor Made im Allgäu aus. Und genau dieser Look ist weltbekannt. Der bekannte Traktor sah aber nicht immer so aus. 1930 kam der erste Fendt-Traktor auf den Markt. Ein graues, metallenes Gefährt ohne Gummireifen. Das Fendt-Dieselross. Die Geschichte der Fendt-Traktoren zu bewahren, ist dem Fendt-Klassik-Club in Marktoberdorf eine Herzensangelegenheit. Seit 2021 gibt es ihn. Hier haben sich Fendt-Fans und Oldtimer-Liebhaber zusammengetan. Ihr Anblick sorgt für Faszination und beim ein oder anderen ist es eine richtige Leidenschaft. Das Sammeln alter Fendt-Traktoren. Vor 3 Jahren hat sich der Verein Fendt Classic Club International gegründet. Den Mitgliedern geht es vor allem darum, historische, kultige und starke Traktorenmodelle zu erhalten und zu würdigen. 50 Gründungsmitglieder haben sich zusammengetan und den ersten Schritt zur Gründung des Vereins getan. Erster Vorsitzender und Gründungsmitglied ist Sepp Nuscheler, der bis zu seiner Pensionierung auch selbst bei Fendt gearbeitet hat. Man sieht es ja bei anderen großen Marken, die haben große Paläste ja für die Historie aufgebaut. Und das ist ja wirklich auch wichtig. Zukunft braucht Herkunft. Das ist die Basis dahinter. Und dann haben wir angefangen, mal zu arbeiten daran, die Satzung für einen Verein mal ein bisschen aufzuschreiben, ein bisschen zu erarbeiten. Und es war ja ein bisschen schwierig, damals in den Corona-Zeiten die Dinge vorwärts zu bringen. Aber innerhalb eines Jahres haben wir das dann geschafft. Die Idee kommt an und das international. 600 Mitglieder aus 17 Ländern haben sich bisher zusammengefunden. Es ist wirklich eine tolle Gemeinschaft. Dieses Jahr hatten wir Ende Juni die Mitgliederversammlung, da waren 200 Mitglieder da. Hier in diesem Fendt-Forum ist das ja machbar, vernünftig, mit einem attraktiven Programm. Und die kommen aus vielen Ländern. Die Benelux-Länder zum Beispiel ist ein super Spot für diese Klassik-Szene. Aber auch, wir haben Mitglieder aus USA und Kanada. Aber auch aus vielen Ländern hier in Europa. Im vergangenen Jahr durften die alten Modelle noch einmal richtig Krach machen beim sogenannten Fendt-Verdampfer-Treffen. Namensgebend waren die alten Fendt-Modelle mit der Verdampferkühlung aus den 30ern und 40er Jahren. Bis aus Holland kamen die Mitglieder mit ihren Traktoren angereist. Hier gab es dann auch die richtig alten Dieselrösser zu sehen. Zum Beispiel das allererste aus dem Jahr 1930, das einen Schlüsselmoment in der Unternehmensgeschichte markierte. Es waren noch einige dabei. Der F6 ist das erste Dieselross und dann ging es weiter mit F9, F12, F18 und da waren wahnsinnig viele Modelle dann da. Und das war in der Tat der Start der Fendt-Traktoren-Geschichte im Jahr 1930 mit dem ersten Verkauf des Diesel-Kleinschleppers Dieselross F6 mit 6 PS. Das war der Start. Immer wieder finden Mitglieder Oldtimer irgendwo in einem Stadel und melden sich dann. Das erste Modell im Jahr 1930 hatte der Chef höchstpersönlich verkauft und kaufte es später für Dokumentationszwecke schließlich wieder zurück. Besondere war das unabhängige Antrieb vom Messerbalken. Nur vom Motor angetrieben. Ja, das war schon eine Besonderheit, technische Finesse. Weil dann das Messer nach wie vor in Bewegung war, auch wenn der Fahrer die Kupplung getreten hat, wenn das Fahrzeug gestanden ist. Und wer das weiß noch von früher, es war immer ein Problem der Verstopfung des Messerbalkens, wenn auch das Messer stehen geblieben ist. Langfristig plant der gemeinnützige Verein gemeinsam mit dem Unternehmen den Bau eines Museums. Damit will man die Geschichte hinter dem berühmten Traktor zukünftig einem noch breiteren Publikum zugänglich machen. Und auch morgen sind wir wieder in Marktoberdorf unterwegs, denn die Stadt möchte ihren Friedhof ansprechender gestalten. Also Friedhofsverwaltung modern und neu. Wie das genau aussehen soll, ja. Das und mehr gibt's dann morgen hier bei uns. Schalten Sie ein, ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind. Alles Liebe, alles Gute.